nochmal einen wunderschönen Tag für euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt übrigens in meiner neuen Wohnung. Wir sind umgezogen. Ja, viele haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Unser Haus, was in Tuzla war, wird wahrscheinlich verkauft. Und da hatten wir jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf zu warten, wann wir dann raus müssen. Haben gesagt, komm, lass uns jetzt vorher raus. Wir sind jetzt in der neuen Wohnung schon eingezogen. Es ist noch ein bisschen was zu tun. Und ich muss mich noch umziehen und fertig machen. Und deswegen würde ich sagen, kommt einfach mit. So, ich bin ja nicht der Typ, der jetzt seine Wohnung gerne zeigt. Also falls ihr eine Roomtour haben möchtet, seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Aber wir sind jetzt hier, also mit Roomtour meine ich übrigens, zeige euch das gesamte Haus. Ihr seht überall, wo was ist und das ist einfach nicht meins, weil das ist einfach eine offene Einladung für Einbrecher. Herzlich willkommen. Also wir sind jetzt hier im Schlafzimmer. Ich mache mich jetzt eben kurz fertig, weil ich ja heute Morgen einfach keine Zeit hatte, mich fertig zu machen. Und das mache ich jetzt eben. Oh. Ich kriege hier gerade Videos vom Kindergarten. Die Kinder haben nämlich in der neuen Schule angefangen. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe über die Klasse von Hamza und Sade zum Beispiel. Und dort bekomme ich dann jeden Tag so die ganzen Nachrichten und die ganzen Sachen, die sie dann dort machen, per Video zugeschickt, sodass ich dann auch mal gucken kann, was die Kinder überhaupt machen. Ja, das haben sie mir gerade zugesandt und ich glaube, die amüsieren sich so. So, wer übrigens mein letztes Video noch nicht gesehen hat mit den Make-up-Tricks und Tipps, dann könnt ihr hier gerne einmal vorbeischauen. Dort bekommt ihr dann das Full-Video, wie ich mich so schminke. Aber ich mache das jetzt einfach für mich im Schnelldurchlauf. Wir starten mit der Ninja Base. Ich benutze übrigens auch nicht jeden Tag das gleiche. Ich habe so einige Produkte, die ich auch gerne aufbrauchen würde. Von daher wechseln meine Produkte auch immer. Skincare ebenso. Ich benutze durchgehend eins und manchmal muss ich von der einen Skincare zum Beispiel Pause machen. Dann benutze ich in der Zwischenzeit was anderes. Zum Beispiel, wenn viel Sonne ist oder sonstiges, dann muss ich, oder ich ein chemisches Peeling mache, dann muss ich mit dem anderen aussetzen. Und in der Zwischenzeit zum Beispiel wechselt dann auch meine Skincare. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse. İşim çok uzun sürmez herhalde. Das ist übrigens eine neue Sendung. Die Serie Bir Küçük Güneşi. Ich habe das zufällig. Ich hatte übrigens seit April keinen Fernsehanschluss mehr, kein Internet mehr zu Hause. Jetzt, wo wir hier wieder umgezogen sind, funktioniert das jetzt alles wieder. Und es ist jetzt, glaube ich, eine neue Serie angefangen. Und da ich innerhalb meines Tagesablaufes nie Zeit habe, irgendwie Fernsehen zu gucken oder sonstiges, tue ich das dann, während ich mich zum Beispiel schminke. Dann läuft sowas dann immer nebenbei übrigens. So, ich habe, nachdem ich meine Extensions übrigens rausgemacht habe, habe ich mir die Haare selber abgeschnitten und man sieht, glaube ich, auch hier ganz gut, wie schief ich die geschnitten habe. Also ich muss unbedingt zum Friseur, weil ich will dieses Gepissel hier unten auch nicht mehr. Das heißt, so zwei Finger müssten, glaube ich, schon ab, aber meinte ich, dass es dann zu kurz wäre. So, ich ziehe mich jetzt um. Ich würde sagen, bis gleich. Und ich bin umgezogen. Genau, wir befinden uns jetzt hier gerade im Schlafzimmer. Das ist übrigens ein eingebauter Kleiderschrank. Also mein Kleiderschrank ist ehrlich gesagt im Depot. Und da befinden sich die anderen Sachen alle drin. Das ist echt super nice hier. Also ich kann einfach die Türen zumachen und keiner sieht hier, wenn hier einer reinkommt, was hier übrigens abläuft. Das ist Samis Seite, das ist meine Seite. Ich würde jetzt sagen, also das sind hier Sommer- und Wintersachen gemischt. Also ich finde, ich habe jetzt auch nicht so eine riesen Garderobe und muss sagen, je weniger Kleidung ich habe, umso besser ist es. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht optimal gestylt. Ich hätte das am liebsten mit einer schwarzen Hose angezogen, aber die ist jetzt in der Wäsche. Komm mal rein. Das Gute hier ist nämlich auch, dass wir hier auch drinne Spiegel haben. Das heißt, ich kann direkt einmal abchecken, wie mir das Outfit jetzt so steht und passt. Ja, ich habe mich jetzt einfach hierfür entschieden und das ist so ein Teil vom Schlafzimmer. Gefällt mir richtig gut. Lass uns mal ins Wohnzimmer. So, und jetzt sind wir hier im Wohnzimmer angekommen. Ich wollte ursprünglich die Couch austauschen. Als ich dann bei Ensa Home war und mir mal die Preise angesehen habe, dachte ich, die haben doch nicht mehr alle Latten dicht. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Couch. Das Einzige, was jetzt hier so ein bisschen, es ist mitgenommen, sagen wir mal so. Also das ist jetzt schon 4 Jahre alt. Und hier sieht man auch ganz schön, wie Hamza hier zum Beispiel reingebohrt hat. Hier sieht man Nagellack, den ich nicht rausbekommen habe. Also dieser ganze Stoff ist so ein bisschen mitgenommen. Und hier sieht man auch zum Beispiel, dass das hier alles so ein bisschen lockerer geworden ist. Und eine neue Couch würde 40.000 bis 50.000 TL kosten. Geht's noch? Das war es mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die einmal neu bekleiden zu lassen. Da habe ich mir auch einen Preis eingeholt. Und wenn die da sind, Leute, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Vielleicht ist das auch eine Inspiration. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gang und gäbe in Deutschland ist. Aber in der Türkei kommen die, messen das ab, bringen den Stoff mit und dann machen sie das innerhalb
in einem Tag neu beziehen und der Preis 7,5. Eine andere Nummer als 40.000 und ja, ich bin sehr gerne sparsam, sagen wir mal so. Also ich muss jetzt auch nicht mein das Geld, was wir jetzt hier haben, aus dem Fenster rausschmeißen, weil die Couch ist ja noch in Ordnung. Deswegen hab ich mich dafür entschieden, mit meinem Mann zusammen, dass wir die Couch einfach neu beziehen lassen. Und dasselbe, ich möchte euch übrigens noch einen Tipp geben für euren Wohnzimmer. Den Fehler habe ich damals gemacht, weil ich es einfach nicht besser wusste. Falls ihr euch jetzt hier mal den Teppich anguckt, der ist definitiv viel zu klein für das Wohnzimmer. Das heißt, ein Teppich müsste im Grunde genommen auch unter der Couch sein, um dieses cozy Feeling zu kreieren. Und hier sieht man einfach, dass sie zu klein ist und nicht unter die Couch passt. Aber die ist auch 4 Jahre alt, aber ich belasse es bei dem Teppich, weil ich den eigentlich sehr schön finde. Und ja, aber falls ich jetzt nochmal irgendwann umziehen sollte, ich habe es nicht vor, Leute, oder falls ich nochmal irgendwann mal was Neues holen sollte, dann wählt auf jeden Fall einen Teppich, der auch ein bisschen unter eure Couch passt. Genau, ich muss jetzt aber nochmal kurz hoch, weil wir sind hier immer noch am Umziehen. In meinem Auto befinden sich noch so viel Stuff und das würde ich jetzt gerne einmal rausholen wollen. So ein Umzug ist übrigens auch nicht jedermanns Ding, aber bei mir war das mittlerweile so, ich habe mich richtig darauf gefreut, hierher zu kommen, weil wir einfach so abgeschottet waren. Und ja, ich wollte euch eigentlich an dem Tag, als wir umgezogen sind, einen Vlog drehen, aber das war alles so ein Mischmasch und wir haben 2 Tage gebraucht. 3, Entschuldigung. Am ersten Tag wurde alles zusammengepackt, am zweiten Tag wurde umgezogen und am dritten Tag haben wir dann sozusagen alles ausgeräumt und eingerichtet. Leute, ich war fix und fertig, Leute. Also ich kann es nicht beschreiben. Mir tut mein Rücken immer noch weh. Also ich habe immer noch tatsächlich überall Muskelkater. 4 Tage. Ein Tag davor haben wir nämlich noch die ganze Haus geputzt und es wurde gestrichen. Und ja, hier wurde es leider nicht so sauber hinterlassen. Ich bin ein bisschen unordentlich, aber ich bin nicht dreckig. Also das war schon richtig dreckig. Und ja, aber ich fühle mich richtig wohl hier und die Kinder auch. Und ja, es ist super, super angenehm hier. Wir haben einen richtig schönen Ausblick. Und oh, ich genieße jetzt einfach die Zeit, die wir hier haben in der neuen Wohnung. So, und das ist jetzt hier die Art Depot. Das heißt, die Wohnungen, die hier in dem Geschoss sind, haben ihr eigenes Depot. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch meinen Schlafzimmerschrank aufgebaut. Das heißt, das hat hier tatsächlich reingepasst. Ich habe hier dann einfach die Koffer und zum Beispiel die Kindersitze von den Kindern. Die haben jetzt zum Beispiel andere Sitze. Es ist alles jetzt hier noch organisiert. Die sind tatsächlich noch einige Kisten, die, ich will es nicht sagen, wieder ausgeräumt werden müssen. Aber solange mir nichts fehlt, kann das ja erstmal hier bleiben. Also sowas ist echt geil. Also wenn ich ein Architekt wäre und ein Haus planen müsste, dann würde ich tatsächlich noch so eine Kammer irgendwo einbauen, wo ich dann echt so noch Sachen verstauen kann. Geil. Ich weiß nicht, was Sami eingepackt hat in den Kartons jetzt, was mich noch erwartet, keine Ahnung. Ich gucke einfach mal, was da in den Säcken drin ist. Mein Föhn! Ah, mein Föhn! Ja, geil. Okay. Gucken, ob ich das jetzt hier mitbekomme. Gepackt mit allen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling. Weiter? Wie geht's weiter? Oh, meine schönen Blumen! Hadi, Hadi, Paw Patrol, Hadi, Hadi. Und das ist übrigens keine Latten, sondern das ist nur eine Tapete, die diese Optik hat. Ich habe mich. Ist ja schon okay. Ja, wir dürfen hier übrigens noch keine Nägel anbringen, weil Bescheid geben muss. Und da kriegen dann alle Nachbarn Bescheid, dass dann an dem Tag gehämmert wird. Finde ich eigentlich eine gute Sache, also dass sich dann Lärm entwickeln kann. Weil wenn wir was anbringen, dann bringen wir das alles an einem Tag an. Ihr seht, die ganzen Bilder und so hängen noch nicht. Also das vom System her finde ich eigentlich ganz nice. So, dann tun wir das erstmal hier hin. Ja. Hadi, Hadi, Hadi. Ya bunu niye aldı ben bilmiyorum yani bu şimdi ne oldu bu? Ya çok güzel de bu evin dekorasyonuna hiç uymuyor yani. Bizim eve çok uyar şu an hepsi buymuş. Aferin.
Ben otobüste bulunabileceğim, öyle biliyorum. Wir dürfen hier übrigens noch keine Nägel anbringen, weil Bescheid geben muss. Und da kriegen dann alle Nachbarn Bescheid, dass dann an dem Tag gehämmert wird. Finde ich eigentlich eine gute Sache, also dass sich dann Lärm entwickeln kann. Weil wenn wir was anbringen, dann bringen wir das alles an einem Tag an. Ihr seht, die ganzen Bilder und so hängen noch nicht. Also das vom System her finde ich eigentlich ganz nice. Okay, ich hoffe, dieser kleine Vlog hat euch Spaß gemacht. Und jetzt kommt noch unsere geilste Abschlussfloskel, die eine der nervigsten. Ciao, Kakao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.